Wir sind in Frankfurt und mein Name ist J6. Im letzten Video habe ich etwas Feuer gemacht, von meiner Meinung aus, aber jetzt bin ich ganz neutral und frage die Leute auf der Straße, wie sie das finden. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Six, All in the Mix, J6. Und genau, folgt mir auf diese Reise. Was ich davon halte, ist ja scheißegal. Ich finde es schön. Neutral, Religionsfreiheit in Deutschland, kennt man. Aber das Wichtigste ist doch, was die Leute davon denken, davon halten, ja, darüber denken. Das wäre doch mal interessant, die Leute hier zu fragen, was sie darüber denken. Ja? Also, Happy Ramadan-Schild, kann ich mal kurz ranzoomen für euch extra. Ja. Schön zu sehen, Beleuchtung, alles drum und dran. Ja, interessant, in Frankfurt. Warum nicht in Berlin, sondern in Frankfurt? Das ist natürlich auch nochmal eine Frage, die ich habe. Aber, okay. Ja, vielleicht haben wir mal den einen oder anderen, den wir befragen können und die Meinung mal vielleicht austauschen. Ja, mal schauen. Ja, gucken wir uns mal an. Ja, nicht alle sind gesprächig hier in Frankfurt. Die Leute sind ein bisschen strange. Klar, scheiß Wetter. Ja, Depressionen. Und dann noch so ein Schild wahrscheinlich. Ja, soll ich sagen. Ja, interessant auf jeden Fall. Trotzdem, ne? Sehr, sehr interessant. Vielleicht kann man mal kurz fragen. Jemand Deutsch ist am besten, also Bio-Deutsch, wäre natürlich interessant. Hm, ob da jemand mitmacht, müssen wir mal schauen, ob wir jemanden finden. Oh, die Kinder schreien hier. Ja, ja, trotzdem. Ja, vielleicht finden wir da ja noch jemanden. Ja. Das kann so ein bisschen. Heftig. Ja, heftig, heftig. Naja. Wen fahren wir denn hier am besten? So einen Intellektuellen vielleicht, der danach aussieht. Ja, keine Ahnung. Verzeihung, sprechen Sie Deutsch? Ja, darf ich Sie mal fragen, Sie sehen so intellektuell aus. Ja? Darf ich Sie mal fragen, wie Sie das jetzt hier finden? Sie können ruhig ehrlich sein, ich bin auch ehrlich gewesen. Hier. Ja, genau. Happy Ramadan, Chill. In Frankfurt. Ich selber komme aus Berlin, bin extra dafür gekommen. Ja. Nee, weil, warum machen die das nicht? Das wieso machen die das nicht in Berlin? Warum machen die das in Frankfurt unbedingt? Und was halten Sie denn davon? Meine Meinung ist egal. Ich wollte einfach mal wissen, wie die Leute hier. Ich weiß nicht, also passt doch gar nicht hier, oder? Weiß ich nicht. Ich kann nichts dazu sagen. Ich bin weder religiös noch politisch. Das kann nicht mehr. Passt nicht her, sagen Sie. Das sehe ich erst mal. Ja, genau. Ja, achso, das habe ich vorhin nicht gesehen. Ja, nein, ja, okay, okay. Ich gar nichts darüber. Mann, hier, die Fristkasse kenne ich von Weihnachtsmärkten und so weiter. Aha. Oder Weinfeste und so weiter. Was ja. Ist mir neu. Ne? Ja, gut. Das sehe ich erst mal. Passt aber nicht hier. Okay. Meinen Sie, die Mehrheit würde das nicht wollen? Kein, das weiß ich nicht. Aber sagen wir so, ey, das sind Armenländer. Ja. Was haben so diese hier zu suchen? Ja. Ja gut, ist Ihre Meinung, ich kann jetzt nichts dazu sagen. Ne? So, und zweitens, ich höre das auch gerne im Radio, so im Fernsehen. Finde ich irgendwie auch gut. Angepasst, aber trotzdem machen Sie hier Sie sich nicht beliebt dadurch. Okay. Okay. Sie meinen, die Politik versucht da irgendwie auf Doppelmoral, oder? Ja. Aha, aha, da kommen wir der Sache näher, so ein bisschen. So, ne? Fast Sie selber einsteigen wie ich. Na, weil sterben ja irgendwo Kinder irgendwo weltweit gerade. Sehen Sie mal, die ganz einfache Sache ist besser, wenn ich immer... ich bin nicht vom Fernsehen übrigens. Ne? Ja. Unabhängig. Wenn ich immer sagen darf, ja. Das ist ganz einfacher, das ist ein anderer Welt. Mhm. Und das da ist halt, das sind Morgenländer, das sind Abendländer. Ja. Dieser Unterschied muss sein. Okay. Wenn Sie, ist halt so, wie es ist, wie es war. Also das heißt, man darf nicht schön reden oder irgendwie auf Propaganda? Darf oder nicht, darf ist scheißegal. Die Hauptsache ist, dass das ist, sowas ist halt da, von Anfang an, wie es zustande gekommen ist, es ist halt so und es bleibt auch so, es ist so. Verstehe. Die nehmen Sie das auch gerade? Ja, ja, ich mache mal für mich meine Dokumentarfilm. Und, ich sehe das zum ersten Mal. Das sehe ich am Weihnachten. Ich habe gesagt, Mann, das, haben Sie was Oster oder sowas? Aber da habe ich dann Achso, Sie haben sie erstmal, ja, okay. Ja, das war so, ja. Happy Ramadan. Ja, was soll das Happy Ramadan? Was soll da happy sein? Ramadan ist ein religiöser Monat, das ist genauso wie bei Juden, bei Christen und bei Muslimen. Okay. Also meinen Sie, Sie auch sollten da vielleicht drei Religionen aufhängen? Nein, das so. Ist das nicht, aber... ist das Provokation, meinen Sie? Nein, nicht. Also das ist ganz einfache Sache. Das sind so Selbstverständlichkeiten. Mhm. So was kann man nicht mit Weihnachten vergleichen. Okay. Achso, Sie meinen, das müsste selbstverständlich sein, gar nicht erst aufhängen. Ah, ja, okay, ja, okay. Mann, was soll das? Damit machen Sie es auch so, wie der Biden gesagt hat. Mhm. Die machen sich
Wir sind dermaßen naiv. Dadurch entstehen die Fehler, aber nun wiederum sind die das, was sie einmal waren. Spaltung? Indirekt? Naja, ich meine, das, Mann, das sehe ich erst mal hier. Hier sehe ich immer am Weihnachten, da mein verstorbener Freund, wir sind immer durchgelaufen. Es war sein Fest und zwar, die gibt es noch immer. Oder Open Platz von uns. Ja. Aber das ist was Neues. Das ist was Neues. Ne? Ja. Vielleicht machen sie das, weil wir hier mittlerweile so viel aus Muslime ne? oder Ausländer. Ja, Afghanistan ja, okay. Und, aber könnte es auch nicht als eine gute Zeichen sein? Und weil Sie es ja angesprochen haben, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ne? Man braucht jetzt nicht unbedingt ein Schild aufzählen, wenn man die Leute Nein. akzeptiert. Sind wie sind die Muslime hier in Deutschland? Weiß ich nicht, aber ich schätze mal so eine Million oder so. Fünf Millionen? Ja. Und okay. Mit Türken haben die sowieso zu tun seit 300 Jahren. Okay. Das ist die einzige Land, die einzigste Frau überhaupt, was Aber Deutsche eine Frage haben. Habe ich noch an Sie. Ja. Aber die Medien selber hetzen doch gegen diese Leute. So. Und dann hängen die das hier auf. Sehen Sie, das ist das. Mann, sehen Sie, auf einer Seite ja. ist das Flüchtlinge willkommen. Ja. Aber auf der anderen Seite wird aus Flüchtlinge Geld gemacht. Ach so. Und zu mehr Vermietung. Und, Mann, das erlebt doch ich. Sehen Sie mal, ich sehe das. Das heißt, man mag sie eigentlich nicht, aber man schlägt Profit daraus und reklamiert ja. dann nochmal. Heftig. Das hat damit nichts zu tun. Halt, eine goldene Meinung haben Sie, eine goldene Meinung. Ja. Sehen Sie, das ja. ist das, lassen Sie rein. Gesunder Menschenverstand ja. hier, der wach ist. Lassen ja. Sie rein. Ja, ist egal, mal, genau. Mit Blumenstrauß und so weiter stehen Sie da in München. Aber tief im Inneren hassen Sie die Leute doch. Hassen weiß ich nicht, aber halt. Abgeneigt. Jetzt sehen Sie, ja. die sind anders und die sind auch anders. Richtig, ja. Ich bin jetzt fast über 30 Jahre. Ich habe mich angepasst. Ich bin mit Kriegsfrieden aufgewachsen. Mhm. Interessant. So, und man soll die Sachen passen. Die können sich nicht anpassen, die können sich auch nicht anpassen. Mhm. Sagen wir mal so, die also es, haben ja. nie mit die Länder, die mit Großbritannien in den USA von Anfang an sind die asiatischen Länder. Mhm. Das nenne ich als englischer Block. Mhm. Ich komme von englischem Block. Mhm. Wir sind anders. So, und die hier, Deutschland, Österreich und die Schweiz, das sind so Außenseiter für uns. Okay. Aber ein Zusammenleben ist doch trotzdem möglich, oder ist es ja, zu viel? Ja, wir leben doch zusammen. Wir leben zusammen, ja. Doch mal, wo leben die und wo leben die? Ja. Okay. Ich lebe in Westen, weil ich dahin gehöre, weil ich da nicht. Ich lebe da seit 84. 84? In der Nähe von Palmengarten. So. Und was die jetzt draufgesprochen, was sie vorhin gesagt haben, das sieht gut aus oder das sieht schön aus. Ey, was soll das? Das ist doch lächerlich. Doppelmoral. Ja, Mann. Ey. Ich finde das sehr schön. Ja, aber es soll ja. irgendwie auch so die Sinne betäuben. Es ist. Es ist nicht Weihnachten. Am Weihnachten macht man so. Das heißt, die wissen gar nicht, was man macht. Ach so, ja. Okay. Die müssen nicht mal ihre eigene Fastenzeit sein. Ah, jetzt verstehe ich sie. Ja. Also würde dieses Schild am Weihnachten mehr Sinn haben? Nein, ich sage dir, das ist völlig überflüssig. Ja. Es ist. Fragen Sie doch mal eine Blonde. Was sind das? Über die Seite schreiben. Mach ich. Ja, mach ich. Ja, dafür bin ich ja hier. Ja, ja. Zu recherchieren. Das ist zum ersten Mal. Ich bin nicht hier, um alles schön zu reden. Ich bin hier, um zu recherchieren. Ja. So. Und die Wahrheit. Aus Berlin? Ich komme aus Berlin, ja. Ja. Ich bin selber 93 nach Berlin gekommen. Ja, ja. Vor 31 Jahren. Ja, ja. Ja, aber ja. Das ist völlig. Heftig, ja. Nee, das ist. Nee, ich finde das schön, aber ich meine so. Das ist Naivität. Mann. Naivität. Ist Naivität. Ja. 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 Weil Kinder sterben gerade weltweit und die hängen das Ding hier auf. Das Geld konntest du auch dahin schicken. Es ist für mich eine Doppelmoral. Gucken Sie doch mal die ehemalige Verteidigungsministerin. Ja. Hinten wird gebombt und vorne steht sie und macht ihre Weihnachts. Dadurch ist sie doch rausgeflogen. Ah, ja. Das ist das, man sollte, ich dachte auf solche Sachen, seriös eine bestimmte Linie folgen. Also ist das alles, sieht alles mal nach einem so, Spiel aus. So. Ja, ja Mann, das mal so, mal so. Alles nur politische so. Games. Mal wollen wir nicht mal Demos.
Und andersrum finde ich auch nicht diese ganze Demos von den Palästinenser, die hier sind, gegen Israel. Mann, ihr lebt hier. Ihr sollt hier euch anpassen. Mhm. Ich sage auch, am Flughafen manchmal so Afghanis und so weiter, die da arbeiten. Okay. Ihr sollt hier durchlernen. Ja. Anpassen, ja. Ja, ihr seid nicht da. Hier ist euer Leben. Mhm. Ja? Und jetzt hier, wenn ihr meine Pfeife rauchen mal. Verstehe ich. Danke Ihnen für Ihre Meinung. Ja, alles Gute. Ciao, ciao. Ja, ich würde sagen, ein sehr Intellektueller, der seine eigene Meinung vertritt. Ja, ich finde es dennoch sehr schön, klar. Ich finde es dennoch sehr schön, Leute sollen mich nicht falsch verstehen. Ist eine schöne Sache, klar. Aber es ist irgendwo, wie gesagt, sehr heuchlerisch von der Regierung her. Ja? Weil die Regierung weiß, das, was sie baut, Scheiße baut sie. Und die Leute spalten sich gegenseitig. Ja? Und ja, interessant, vielleicht fragen wir hier nochmal jemanden, wie die das finden mit dem Schild. Ich war auf jeden Fall hier, ich mache gleich nochmal ein Foto. Apple Store hier vorne, Frankfurt, komplett leer. Ja, sehe ich gerade. Hm? Ja, keiner drin. Und ja, vielleicht hier nochmal. Verzeihung. Sie machen gerade ein Foto. Darf ich Sie fragen? Bitte? Sprechen Sie durch. Was halten Sie denn davon, wenn ich Sie mal fragen darf? Sie sind ja so gesehen eine Art, was heißt eine Art? Bio-Deutsch, Sie sind ja echt deutsch. So. Ja, sieht man das? Ja. In Wien hält man mich immer für einen Amerikaner. Sie hätten was Englisches, würde ich sagen. Ja, genau. Aber ich wollte Sie jetzt nicht beleidigen. Also, nein, ich könnte Sie gar nicht beleidigen. Was sagen Sie dazu? Happy Ramadan, wie ist denn Ihre Meinung? Es ist wichtig, Sie auch mal zu hören, wie die Leute hier denken. Das ist sehr gut, weil Frankfurt ist ja, steht ja immer schon für Weltoffenheit. Ja. Und wer sich darüber aufregt, ist immer gut zu sehen. Ah ja, okay. Weil einfach, okay. Der Stadt ist für alle da. Rein mathematisch gesehen, ja. Ja. Das ist einfach nur ein breiter Fahrradweg. Wenn ich woanders bin und sehe einen Weihnachtsbaum, freue ich mich doch auch. Ist ja so. Richtig, ja. Also, aber eine Sache dürfen Sie nicht vergessen. Wir sind aber auch hier in Deutschland, in Europa. Mhm. Die muss man sich aber auch anpassen. Nö, finde ich jetzt gar nicht. Also anpassen heißt ja benehmen. Ja. Es geht ja ums Benehmen. Es gibt ja auch unterschiedliche Sprachen in unterschiedlichen Ländern, auf unterschiedlichen Arten. Auf der Baustelle sprechen sie auch anders wie in der Arztpraxis. Richtig. Also so müssen die Menschen müssen sich verständigen können. Und darf ich Sie fragen, warum in Frankfurt, warum nicht bei uns in Berlin? Ich komme jetzt extra aus Berlin her. Okay. Ja. Ja, warum nicht in Berlin? Naja gut, Berlin hat doch schon so viel, wo man hinguckt und jetzt haben wir halt auch mal was, oder? Okay. Ich bin heute auch angerufen worden, oder man hat mich angeschrieben, hast du das schon gesehen und so. Kommt jetzt extra jemand, eine Drag Queen, kommt jetzt extra hierher gefahren und donnert sich auf und geht dann hochgehoben den Haupt bis hier durch. Die findet das auch gut. Okay. Ja, also das ist Frankfurt, ne? Sehr interessant, ich danke Ihnen für Ihre Meinung. Ja, Sie sehen aus wie so eine Art Modelabel-Chef. Ja, bin ich auch. Was auch immer Sie tun. Ich ziehe Männer an und kleide sie zu Frauen. Geil. Ah ja, okay. Nee, da bin ich raus. Ja? Ja. In Berlin kennt man mich auch. Ah ja, okay. Ja, okay. Ich habe das Transnormal am Basler Platz. Das ist eine kleine Event-Location und da kommen für Männer hin, die gerne mal als Frau spazieren gehen möchten. Oh wow. Lassen sich von mir schminken, stylen und beraten. Und wir gehen natürlich auch hier einkaufen auf der Fressgasse oder in der Rote Straße oder der Zeil. Und okay. Ja, whatever. Und ich habe das, wie gesagt, mich hat es heute angelockt. Aha, mich und auch. Ich bin jetzt extra hier vom Bahnhof hergelaufen. Ich komme aus dem Bahnhofsviertel. Und sieht man das auch vielleicht? Nee, ist interessant, dagegen habe ich nichts. Ist halt schön, ne? Ja, ich finde es wunderschön und es passt auch hierher und es ist schön gemacht. Also, ich finde es halt, wie soll ich sagen, ich bin weder religiös noch politisch. Ich habe mit Religion und Politik gar nichts am Hut. Interessiert mich den Scheiß. Ja. Ich lebe, ich bin ein Mensch und ich liebe Menschen und Menschen lieben mich. Und sehr gut, gute Einstellung. Sie haben wirklich eine sehr, sehr starke Anziehungskraft. Deswegen kann ich auch ziehen. Vielleicht nochmal was ganz Kleines, trotzdem Negatives an der Seite. Das Leben ist ja nicht nur positiv ständig. Ja? Es gibt ja auch ein bisschen Halligalli. Ja. Es ist positiv. Und das Leben ist doch schon ein Wunschkonzert. Kommt auf die Glaubenskünste an. Aber finden Sie nicht, dass die Politik so versucht, so ein bisschen auch jedem gerecht zu machen, so ein bisschen jedem zu gefallen, obwohl die Scheiße baut? Also wie gesagt, Politik ist eine eigene Blase. Die haben mit dem Bürger im Prinzip nichts zu tun. Die wenigen, die mit dem Bürger was zu tun haben, die ich auch persönlich kenne, ich kenne auch viele Politiker und kommen auch zu mir und lassen sich schminken. Ja? Und, geil. Okay, ja gut, aber jedem sein. Wenn man einmal in so einem Job drin ist und man hat einmal aus dem Honigtopf gegessen und hat die Hände klebrig und dann geht das immer so weiter. Und dann muss man dem Druck sich beugen, sonst sitzt man wieder da, wo man vorher war, vielleicht als mittelloser Student. Oder da will man doch seine Villa und seinen Porsche nicht verlieren. Guck den Lindner an. Ja, ich meine, das ist auch ein armer Kerl.
Ja, das ist ein Armutszeugnis, was die abziehen. Und wir Menschen müssen uns untereinander organisieren. Ja? Und ich hasse niemand und ich habe keine Religion, ich habe keine Nationalität, kein Alter und keine Hautfarbe. Ja, bei mir ist alles so, Leute, benehmt euch einfach. Sehr, sehr stark. Spricht meine Sprache, ich kann mich auch anpassen, wenn die Situation da ist. Ich weiß ja nicht, wenn ich irgendwo umfalle, wer mich da rettet, frage ich dann auch, bist du ein Afrikaner oder bist du ein Jude oder was bist du? Mach bloß keine Mund-zu-Mund-Beatmung, ich sterbe lieber. Oh wow, okay, nee, da haben Sie recht, das ist ein harter Vergleich, ja. Ja, das ist aber so. Sehr, sehr gut. Das ist meine Einstellung. Warum gehen Sie nicht mal in die Politik? Sie haben eine gute, gesunde Einstellung. Ich glaube, ich bin viel zu gut. Selbst verhaftet, als dass ich mich so fertig machen würde. Ja. Okay. Ich würde niemals irgendwie so einen Job haben wollen. Ich bin Grundsicherungsempfängerin, eine Aufstockerin sozusagen. Ja, weil Corona hat mir ja auch den Laden zerstört. Ja. Okay, Sie hatten vorher selbstständig. Immer, ja. Und, aber ich muss sagen, ich bin lieber Grundsicherungsempfängerin und gehe jetzt spazieren und habe vielleicht morgen wieder einen Punkt. Ja, ist ja nicht schlimm, wir sind alle Menschen. Ne? Eben. Ja. Als dass ich diese ganze Last auf meinen Schultern tragen müsste. Ja. Dass alle Leute über mich schimpfen, ich kann es niemand recht machen, ich stehe in der Öffentlichkeit, ja, ich kann keinen Schritt mehr machen, werde überall beobachtet und jeder zeigt mir den Finger, das ist der, das ist die. Und jeder judgt mich und jeder wertet, was ich tue, die mich gar nicht kennen. Ja? Und deswegen, ich möchte mit der Öffentlichkeit gar nichts zu tun haben. Und ich habe auch Weltstars schon begleitet, aber als Freundin und nicht, weil ich was wollte oder weil ich berühmt sein wollte oder werden will. Nee, überhaupt nicht. Ich will meine Ruhe haben. Sie haben die Ausstrahlung auch dazu. Ja, aber heftig. Das reicht mir Sie auch. Sie sehen aus wie Million Dollar. Also. Ja, drin bin ich es auch. Ja. Ja, es hat ja realistisch nichts zu tun. Nee, stimmt, das Innerliche ist dann auch irgendwann, was sich nach außen nimmt. Ja, finde ich gut, dass Sie so reizen, weil so kann man nicht mit Ihnen sprechen draußen. Verstehen Sie? Ja, heftig. Okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Meinung. Ja, wow. Gerne. Sehr, sehr gut. Ich bin beeindruckt. Ja. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, wünsche ich Ihnen. Dann wünsche ich noch so jemand für mich vor der Kamera. Danke. Ciao. Dankeschön. Sehr, sehr offen. Wow. Sehr gerne. Was für ein Legend die Frau war. Ja. Heftig. Ich meine, schaut sich an. Ja. Wahrscheinlich hat sie ihre Millionen gebunkert und spricht einfach nur so. Ja, weil sie denkt, ich bin der Assi. Bürgergeldempfängerin. Und Einstellung, eine weltliche Einstellung, ja, wie nennt man das? Weltliches Bild ist komplett, soll ich sagen, neutral und super nett gewesen. Und ich würde sagen, vielleicht finden wir da noch jemanden. Ja, sehr, sehr interessante Frau an sich gewesen. Und verzeihung, darf ich Sie fragen, was Sie davon halten? Sehr schön. Sehr schön? Okay. Dankeschön, dankeschön. Also es triggert Sie jetzt nicht irgendwo ein bisschen, oder? Nein, ich bin selber Muslime, von daher schon. Ah ja, okay. Okay. Ja gut, wenn ich mal ganz kurz reingrätschen darf, aber es sterben jetzt irgendwo ein bisschen Leute. Und ich finde das so ein bisschen zweiseitig von der Regierung gefahren. So ein bisschen, als wäre das eine Provokation. Also auf der anderen Seite hetzen gegen die Muslime und, im Fernsehen und dann hängen die aber so ein Ding rum. Was sagen Sie dazu? Also ich finde, ehrlich gesagt, das ist eine schöne Geste. Vielleicht ist das ein Anfang zum Frieden. So, dass sie so ein bisschen sich reinwaschen, sagen sie, ja? Weil die Politik baut ja nur Scheiß an, wirklich. Ja. So. Okay, krass. Also ich finde das sehr krass. Ja, trotzdem schön, natürlich, ist eine schöne Sache. Ja. Und, aber so plötzlich. Ja, und was meinen Sie, wie lange das hängen wird? Bis der Ramadan? Ja, ich hoffe, bis nach Bayram, oder? Okay. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke Ihnen, für Ihre Meinung. Danke, ciao. Ja, die waren auch positiv und neutral. Ich konnte die jetzt nicht mit meiner Zweiteinstellung da, was heißt Zweiteinstellung? Ist einfach nur eine Idee. Verzeihung, was halten Sie davon, wenn Sie sowas sehen? Wenig. Wenig? Ja, Sie sind, ist ja Ihre Einstellung, danke. Ja? Der junge Mann wollte das nicht. Der hat nichts davon gehalten. Ja, also jetzt das deutsche Paar zum Beispiel, dann die Mädels zu zweit. Und was halten Sie denn davon? Wenn ich Sie finde es schön. Wir finden es schön, alles klar. Danke Ihnen, danke für Ihre Meinung. Dankeschön. Ja. Ja. Tja, wie gesagt, ich bin da kein Freund von der Politik und deswegen bin ich da so ein bisschen in Zwiespalt. Deswegen spreche ich das auch gerne mal an. Aber persönlich, ich selber privat finde das schön. Ja, ist eine gute Beleuchtung. Für Leute, die vielleicht ein bisschen Happiness erleben, weil es gibt ja nur noch so negative Sachen auf der Welt. Und wenn die Leute dann sehen, zum Beispiel Muslime, die hier vorbeilaufen, freuen sie sich bestimmt ja auch. Ja? Gut, ja, was soll ich dazu sagen? Ist doch okay. Ja, wenn sich jemand freut, ist doch okay. Weil es gibt, wie gesagt, schon sehr viel Scheiß auf der Welt. Ja. Ja, und so sieht das jetzt hier aus. Ja, also, ja. Was sagen Sie dazu, wenn Sie das sehen? Wenn Sie ehrlich sind? Ja, super, haben wir doch gerade festgestellt. Ja.
Also das haben Sie auch zweimal, einmal vorne und hinten? Ja. Ja, haben Sie sogar nicht bei uns in Berlin aufgestellt, sondern bei euch in Frankfurt. Wie kann das sein? Ich glaube, das ist die erste Stadt, die das genau gemacht hat. Ja, bei uns gelesen haben wir es nicht. Ja. Ja, also ich frage es nur neutral, ich bin weder religiös noch politisch. Nö. Interessiert mich alles nicht. Also. Aber trotzdem schön. Das ist natürlich schön für die Leute. Ich war jetzt auch überrascht, dass ich es gesehen habe. Ich habe es gelesen und jetzt waren wir zufällig vorbeigekommen und haben es gesehen. Ja. Aber ich finde das so ein schönes Zeichen. Ja, finde ich auch cool. Ja. Also bin ich auch, ist vor allem jetzt spannend wieder so, das war der Diskussion. Meinen Sie, die Politik möchte etwas gut machen oder ist das jetzt so eine Art falsch? Gut machen oder ein Signal geben. Oder das kann Signal man ja auch geben? Konstruktiv, ja, positiv sehen. Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber ich versuche da so ein bisschen mal. Ja, ja, klar. Ja. Kann sein. Ne? Alles klar. Ich danke Ihnen, ja. Ja, schönen Abend. Ja. Aber ein sehr, sehr intellektueller junger Mann jetzt hier. Der wusste genau, wie es hier läuft. Ja, ja, vielleicht frage ich noch ein paar und dann war es das auch schon mit dem Video, würde ich sagen. Ne? Ja. Interessant. Und mir ist es halt wichtig zu hören, was die Leute davon halten. Meine Meinung ist egal. Und da kommen jetzt noch einige. Vielleicht fragen wir die auch nochmal direkt. Und ja. Ja. Und so ist das. Genau so ist das. 20 Minuten schon in. Meine Brille ist schon überflüssig. Man sieht schon fast gar nichts mehr. Nachts. Aber gut. Krass. Vielleicht haben wir noch mal ein paar Gesprächspartner, aber das seht ihr wahrscheinlich im nächsten Video. Schauen wir mal. Ja. Ja, nicht erschrecken. Was sehen Sie? Was sagen Sie, wenn Sie das sehen zum Beispiel mit der Beleuchtung? Ach so, ist denn Ihre Einstellung? Ich habe es gerade zum ersten Mal übersehen, gesehen. Ja und nein. Es wird akzeptiert und ja, ist so. Gut. Ja. Also Sie sind auch, wo Sie sagen, ehrlich gesagt, dass da auch zwei Meinungen gibt. Ne? Dass es nicht nur in eine Richtung geht. Ja. Ganz klar. Meinen Sie, die Politik möchte irgendwas schön machen oder was schön reden? Glaube ich nicht. Nein, nee? Das glaube ich nicht, weil es wird ja privat gesponsert und kann ich mir nicht vorstellen. Okay, also ist jetzt nicht von den Steuergeldern, das Ding, wollen Sie sagen? Doch, doch, sowohl. Ach so, ja. Also beides. Ich weiß nicht, wird hier ein Spendenaufruf oder wurde hier in Frankfurt ein Spendenaufruf gemacht? Nee. Dafür? Nee. Ging das also komplett über die Steuer oder komplett öffentlich? Öffentlich, ja, ja, genau. Öffentlich, ja. Nicht mal bei uns in Berlin, sondern nur hier in Frankfurt. Ach so. Ich hätte es jetzt in Berlin erwartet, aber das haben sie bei euch gemacht in Frankfurt. Ich bin jetzt extra dafür hier, um die Leute zu interviewen, was sie davon halten. So. Nee, weil ich versuche dann immer so ein bisschen, genau, ich versuche dann immer so ein bisschen mehr herauszufinden, außer Friede, Feuer, Eierkuchen. Schön, die Muslime freuen sich, cool, kann ja sein. Feier bin ich auch sehr dafür, es ist eine schöne Beleuchtung. Ja. Klar, Leute sollen ihre Religionsfreiheit leben. Ganz klar. Aber ist da nicht vielleicht noch immer was anderes dahinter? Sollen die Leute besänftigt werden? Das kann ich jetzt so schnell nicht sagen, weil ich bin nämlich auf dem Weg. Alles klar, alles Gute Ihnen, ja? Schönen Abend, ciao. Danke für Ihre Meinung. So, eine weitere Person. Gut, bleibt jetzt auch in jedem Video. Reicht denn jetzt auch, vielleicht machen wir nochmal ein neues Video. Was sagen Sie dazu, wenn Sie so dieses Schild sehen? Okay. Okay, alles Gute. Ciao. Ob das stimmt, ist natürlich eine andere Sache. Ja? So, ich würde sagen, das war's meinerseits. Danke euch fürs Zugucken. Mein Name ist JSX. Ich hoffe, ich konnte euch so hin und wieder mal ein Lächeln im Gesicht zaubern. So ein bisschen Sarkasmus meinerseits muss sein. Mein Style ist so. Und wenn es ihn nicht feiert, dann müsst ihr nicht schauen. So, mir ist wichtig zu hören, natürlich, was die Leute darüber denken. Denen vielleicht auch ein bisschen so Anregungen dazu knallen. Richtung Politik, warum nicht? Ich bin jetzt kein Anscheißer oder Anschwärzer, aber Sachen müssen angesprochen werden. Danke euch fürs Zugucken. Das ist Frankfurt mit dem Happy Ramadan Schild und wir sind draußen. Bis zum nächsten Video. Ich mach noch mal ein paar. Komm, ich bleib noch eine Weile hier. Wir machen noch mal ein paar. Tschüss.